Hallo, liebe Pathfinder-Freunde, hier sind wir wieder bei Pathfinder Kingmaker, unserem kleinen Rollenspiel-Dauerbrenner. Ich glaube, bei dem Spiel, da werde ich auch noch alt, wie viele Folgen da noch kommen werden. Wir haben ja jetzt gerade mal Warnholz DLC hier fast durch, glaube ich, vermute ich mal. Und die Hauptstory, da haben wir ja auch noch nicht alles. Also wir sind auch gerade erst in der Mitte. Ich glaube, dieses Spiel wird uns noch Jahre beschäftigen, keine Ahnung. Aber es wird eben auch einfach nicht langweilig, muss man auch sagen. Das haben die hier schon wirklich gut gemacht. Bei anderen Spielen muss ich sagen, da habe ich so nach 10, 20 Folgen schon keinen Bock mehr. Hier ist es überhaupt nicht so. Es ist schon erstaunlich. Aber machen wir einfach mal weiter, bevor ich hier wieder unnötig rumrede. Genießen wir noch ein bisschen die Musik. Schadams. So, hier sind wir jetzt ja in diesen komischen Turm gegangen. Und wir wurden hier schon gleich von diesen komischen Truhen- und Glibbermonstern überfallen. Ich glaube, hier werden wir uns auch ordentlich durchkämpfen müssen. Wir haben auch nicht mehr sehr viel Siegen, ne? Vielleicht machen wir noch eine. Naja, wir haben ja eigentlich schon eine Rüstung. Für alle bis. Ja, sie hat den Schild noch. Okay. Ja. Wir haben mal ein Segen raus. Und dann gehen wir mal einen Stockwert weiter. Was ist denn jetzt hier? Was ist das denn? Ein kleiner Feendrache. Ist das hier eine echte Truhe? Gemeinschaftlicher Schutz vor Feuer. Warte mal, wenn das hier schon kommt, würden wir das wahrscheinlich auch gebrauchen können. Rinnenhaut. Das ist Könnte so ein kleiner Wink mit dem berühmten Zaunpfahl sein. Was haben wir hier nochmal? Eisgefängnis. Noch mal gucken. 4. Ich tausche mal das noch mal aus. Er kriegt den normalen hier und er kriegt den besseren. Und er kämpft doch eher vorne mit Ringhammer. So, mal schauen, ob uns hier wieder. Oh. Der Bauke hat die Falle entdeckt hier. Okay, dann gehen wir mal in die andere Richtung. Vorsichtig. Dass der Bauke die entdeckt hat. We do it my way. Okay, da speichern wir lieber mal zwischen, sonst, bevor das hier in die Hose geht. Anscheinend ist hier sonst nichts. Was hat er das eben mit diesem kleinen Drachen? Das ist doch wieder aus der anderen Welt so eine Blüte, ne? Mit denen hat man ja schon mal schlechte Erfahrung. Oh, 135. Nicht übel. Ja, sollen wir hoch? Oder sollen wir... Naja gut, wir gehen mal weiter. Wir könnten... Stopp. Jetzt sind wir anscheinend auf dem Dach des Turms. Diese Pflanzen irritieren mich hier. Das ist, hat irgendwas alles mit der anderen Welt zu tun. Mit der ersten Welt. Ein Gargoyle. Okay. Monströser Humanoid. Das ist allerdings Stufe 5. Der ist nicht so gefährlich. Weiß das hier? Das gefällt mir hier wieder nicht, muss ich sagen.
Warte mal. Ask away. Wir haben noch diesen schönen Feuerball. Ich könnte den hier einfach mal hier so reinrumsen. So, den haben wir abgeschickt. The road calls me. I'll take the bait. Bei dem magischen Kreis gehen unsichtbare Wellen einer pulsierenden Energie aus. So, das hier, okay. Ah, halt! Okay, hier. So, Zephal, dann kannst du ja auch gleich nochmal einen Flammbogen rausschießen. Okay, die haben wir erwischt, sehr schön. Und wir haben hier sehr viele Gegner. So, Dreck drauf, Radar auch. Out of my way! Wo ist unser kleiner Prügelknabe hier? Dann machen wir hier einen betäubenden Schlag. Wir sind... okay. Nehmen wir mal den hier. Gecko nimmt auch den hier unter Beschuss. Der ist dann gleich hinüber. Elchi ist unterwegs. Okay, alle haben was zu tun. Nee, Elchi ist noch nicht unterwegs. Elchi, was ist los? Oh, der nimmt noch Spurt. Oh Gott, die gehen alle auf Rabauke. Zephal, wo ist mein Flammenbogen? Okay. Nimm du den hier, der ist relativ weit vorne. Du kannst hier noch eine schöne Bombe reinschmeißen. Okay, die wirkt. Vielleicht zaubern wir uns noch mal ein bisschen Verstärkung. Was ist mit dem Elch los? Der hängt die wieder fest irgendwie. Okay, na, da ist hier mit dem. Die soll also eigentlich nicht in erster Linie, vorderster Linie kämpfen. Okay, geschafft. Wir sammeln mal alles ein. Ist mir jetzt wurscht. Was ist das hier wieder? Oh, hier ist noch was. I did it. Aha. Onwards. Da sind wir hergekommen. Ist hier noch irgendwo was? Hier geht's weiter. Was ist das hier? Die schönen, aber unheimlichen Pflanzen sind offensichtlich nicht von dieser Welt. Das habe ich auch schon gedacht. Oh, shit! Nee, was ist das denn? Schüker die vielen. Was für eine unmögliche Begegnung. Ihr seid weit gegangen, um uns hier und jetzt zu treffen. Sicherheitshalber machen wir hier mal ein bisschen Abstand. Aber wie können wir euch belohnen? Sollen wir euch ein Geheimnis verraten? Einige eurer Gefährten werden das Ende dieser Festung niemals erreichen. Was? Das ist auch wieder so ein Geist oder was? Und nun, lebt wohl! Was soll das? Ist hier? So eine Art See. Aber hier könnten wieder diese...
diese gemeinen Viecher auftauchen, diese Schädel. Und vielleicht haben wir mal eine Heilung raus. Wir sind ein bisschen angeschlagen. Was ist denn hier passiert? Brennt es irgendwie? Das war sehr gruselig hier. I lead, you follow. Kommen wir aber gar nicht weiter, wie es. Hier ist irgendwas. Göttliche Macht, Schutz vor Feuer schon wieder. Hm. 10 Minuten. Hm. Was geht hier vor? Die Blumen sind immer schön, aber auch unheimlich zugleich. So, Elchi, wir müssen hier bald fertig werden. Du musst Weihnachten arbeiten. Ja, komisch. Was ist das hier jetzt? Habe ich irgendwas übersehen? Das sollte eben diese Ansprache. Noch ein bisschen Loot. Ja, haben wir irgendwas übersehen? Ach, hier ist irgendwas. Ach, das habe ich aber echt übersehen. Ein Edelstein der ungesehenen Wege. Ein magisches Stein erschaffen von der Zauberin, die einst über dieses Schloss herrschte. Es fühlt sich so an, als würden die Wände selbst mit der Energie mitschwingen, die darin pulsiert. Was? Oh fuck. We do it my way. Ein riesiger Wasserelementar. Oh nein, da auch. Ach du grüne Neune. Ach du grüne Neune. Wasserelementar, Luftelementar. Alle Elemente. Da sammeln sich hier gerade. Warum? Die greifen uns aber nicht an. Jetzt greifen sie uns an. Okay. Shit. Ja, ein bisschen rumgelaufen. Aber jetzt nichts so gegen, muss ich sagen. Wasser. Wir können uns nochmal Hunde herbeizaubern, die ein bisschen helfen vielleicht. Na, vielleicht werden wir mal hier ein bisschen defensiver. Der ist gleich hin. Der noch irgendwas, was diesen Elementaren. Das bringt hier nichts. Oh shit. Die haben uns alle gemacht. Gut, dann müssen wir nochmal neu laden. Okay, dann wissen wir uns allerdings auch. Sobald wir diesen Kristall anfassen, überfallen uns diese Elementare. Did you see that? Das heißt.
Wir müssen das doch ein bisschen vorbereiten. Spare me the details. Hm. Das nicht mehr? Ah, okay. Hm, das können wir nicht mehr machen. Das wirkt nicht gegen Elementare. Hm. Okay, da müssen wir uns echt was überlegen. So. Let's move already. Over there. Ach, hier ist was. Okay, das haben wir eben gar nicht gesehen. Sieht er uns? Nee, ich glaube nicht. I'm losing my temper. Hm. Okay, ist jetzt egal. What is it? At your service. Dann haben wir jemanden schön Feuerball rein. The road calls me. I'll take the bait. Du machst hier eine Bombe. Dispatch those fools! Geht jetzt bald hin. Oh, was war hier noch? Diamantstaub und Stab mittelschwere Wunden heilen. Okay. Gut, dann könnten wir jetzt noch mal Elchi heilen. So. Was sind das Stäbchen hier? Okay, den kann man gut gebrauchen. Wie viel hat der noch? Ladung hatten wir noch. Hey. 8. Okay, nicht mehr ganz so viel. Hat schon einer rumgelutscht und im Ding. Der ist nicht mehr so ganz frisch. Na gut, ist halt so. Okay, da war hier noch in der Mauer was versteckt. Sehr interessant. I did it! We do it my way. Na, hier kommen jetzt Schüker, die vielen. Hm. Ask away. Oh, die sind erschöpft. Wir müssten eigentlich mal eine Pause machen. Gut, vielleicht schaffen wir es ja doch noch gegen die Elementare hier. Onwards! No one stands in my way. Please get to the point. Quick, quick! Else we miss all the fun! In a more
My plans always come to fruition. Cut them to pieces! Run them through! Hm. Nicht so viele Möglichkeiten, leider. Ersten haben wir. Den haben gut erwischt, okay. Oh. Der ist hinüber, okay. Den haben wir. Okay, der ist natürlich immun, ist klar. Dass es gegen die bringt. One of us nee, nicht gegen Elementare. Magic. Okay. Hui. Okay. Jetzt ist Maria. Das haben wir geschafft. Jetzt sind wir sogar noch aufgestiegen hier. Nur leider ist Rabauke tot. Das ist nicht so das richtige Ergebnis.
Spare me the details. So, dann müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwas haben, was wir den wiederbeleben können. Hätten wir... Aber da gab es noch was anderes außer Tote erwecken. Das hat ja durchaus auch Nachteile. Der ist ja erst vor kurzem abgenippelt. Ah, vielleicht hätte das auch noch gegen Elementare gewirkt. Dann kann man die wieder wegschicken. Ich sehe jetzt nur das hier. Okay, kann er den anwenden, ohne dass wir würfeln müssen? Ja. Also, gut, das können wir eh mal machen. Okay. Das muss er würfeln? Okay. Jetzt hat's funktioniert. So. Und da ist er wieder, unser kleiner Freund, von den Toten erweckt. Das war ein bisschen unnötig, aber gut. Also der Tod jetzt. Da habe ich nicht so richtig auf ihn aufgepasst. Dass die jetzt nochmal aufgestiegen sind, wundert mich eigentlich. Okay. Mir scheint es dann wirklich nichts mehr zu geben. Außer hier ist noch irgendwas. Ach, hier haben wir irgendwas, genau, gefunden. Dann können wir jetzt diesen ungastlichen Ort verlassen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir hier draufklicken. Deshalb würde ich erst nochmal runtergehen. Und vielleicht versuchen hier, ob wir hier eine Pause machen können. Ja, tatsächlich. Weil wir müssen uns mal erholen. Von den ganzen Schrecken. So, wir finden Rationen. Wir setzen eine Heilzauber ein, die wir haben. Können wir noch irgendwas hier machen? Kaubonbon haben wir auch nicht mehr, ne? Ja, wir haben alles verballert hier. Gut, ist auch wurscht. Ist auch wurscht, ist dies. Dann machen wir das. Ah, super. Tarnung hat nicht geklappt, aber gut. Wir haben zumindest die Heilung eingerichten können. So. Dann sind wir zumindest jetzt wieder klar mit allen unseren Zaubern, die wir haben. So, und dann jetzt habe ich noch einen Aufstieg bekommen. Das ist ein Ding. Okay. Ich hätte gedacht, dass er das in dem Level hier nochmal schafft. Gut, dann machen wir weiter. Und ihr kriegt hier nochmal ein Talent dazu. Ja. Wahrnehmung ist er jetzt so nicht der Beste. Ne? Dann boosten wir das, was er am besten kann. Immer mit dem, was er macht. Aber das noch brauchen. Bis jetzt bin ich doch mal eher auf Beweglichkeit.
oder? Ich glaube, wir machen ein bisschen Natur nochmal. So, was kriegen wir jetzt hier? Gezieltes Fokussieren. Ah. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht, weil es, wenn wir Gegner um uns herum haben und machen, um uns herum haben und machen die Heilung, dann heilen wir die Gegner mit. Oder wir haben jetzt zum Beispiel eine Untote bei uns im Team, hatten wir ja schon mal. Und setzen dieses Untote Schädigen ein, würde das ja die auch schädigen. Und das kann man dann damit verhindern, also dass wir auch keine Gegner mehr heilen. Okay, was haben wir hier? Da können wir noch einen Waffenfokus machen. Oder einen Zauberfokus. Da müsst ihr aber auch gucken, welche Zauber du dafür einsetzt. Ne? Hier bekommen wir mehr Trefferpunkte. Waffenfokus. Ja, gut. Er hat ja jetzt den Langbogen, ne? Da kriegen wir noch einen Angriffsbonus drauf. Ah, komm, machen wir das. Damit er ein bisschen besser in der Offensive ist. So, dann ist er fertig. Hat er noch irgendwelche Zauber dazu bekommen? Hier dann nochmal ein freies Fach. Wirkt sich die Rüstung bei ihm negativ aus? Ne, eigentlich nicht. Das ist gegen Furcht und so. Kriegen wir Moralbonus. Das kann ja auch durchaus helfen. Hier können wir nochmal einen Bonus auf Angriffs- und Rettungswürfe gegen Furchteffekte. Geräuschexplosion. Ja, dann kann man auch nochmal einen Gegner ärgern. Machen wir das. Krieg ich nur da einen neuen Zauber? Ach, hier haben wir einen neuen. Stufe 5 Zauber. Okay. Das heißt, ihr könntet eine Bestiengestalt annehmen und sich in einen großen Bären verwandeln. Da kriegen wir einen Größenbonus. Dafür einen Malus auf Geschicklichkeit, ist klar. Und einen Rüstungsbonus plus 4. Okay. Aber ob wir das gebrauchen können? Engelsaspekt, was ist das? Aha, da sind wir ein Engelswesen. Ja, das ist alles schön und gut, aber im normalen Gefecht können wir das gar nicht brauchen, wenn er Unterstützungskämpfer ist. Können den ganzen Quatsch nicht brauchen. Reinigung heilt Schaden. Außerdem werden alle Negativzustände aufgehoben. Das ist gut. Damit kriegen wir alles Negative weg, was wir dann so haben. Das hört sich ganz gut an. Okay. Ich kann nur das aussehen, das Domänen-Dings, ne? Ja, okay, dann müssen wir das nehmen. So, ist jetzt so. Brauche ich zwar nicht, aber ist so. Dann haben wir das noch dazu. Ja, der kann sich halt in alles Mögliche verwandeln, aber das bringt mir jetzt so nichts. So, dann haben wir das. Dann machen wir mal einen Ziehfall hier. Dann machen wir auch weiter, was er ist. Magier. Da brauchen wir gar nicht großartig gucken. Macht jetzt eh keinen Sinn. Hier können wir auch nichts verteilen, was noch irgendwie sinnvoll ist. Dann machen wir hier seine Stammgeschichten. Noch ein bisschen Wahrnehmung dazu und magische Gegenstände benutzen. Das kriegt er. Wir können hier einen Zauberfokus machen. Kampfzaubern finde ich nicht schlecht. Da kann man eigentlich nicht mehr beeinträchtigen und die Zauber werden nicht mehr abgebrochen. Machen wir das.
So, hier können wir hier noch Zauber dazu uns buchen, sozusagen. Hungrige Grube, okay. Mit diesen Gruben haben wir ja schon mal gemerkt, das wird dann ein extradimensionales Loch mit einer Tiefe von 10 Fuß für 2 Zauberstufen. Die Grube ist in Lager gefangener Kreaturen zu zerquetschen. Oi. Okay. Todeswolke. Das ist auch immer schön, nur dass das Problem, wenn unsere Leute dazwischen sind, kriegen die das auch ab. Echolot. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Dann sehen wir unsichtbare Gegner zum Beispiel besser. Böswillige Verwandlung. Du verwandelst das Ziel in einen Hund. Er kann nicht angreifen, seine Intelligenz und Weisheit Charisma sinken auf 1. Echt? Dann können Gegner... Endlich kann man Gegner in einen Frosch verwandeln. Ach nee, in einen Hund. Okay. Das ist ein Fluch. Okay. Interessant. Da kann man Gegner einfach mal in einen Hund verwandeln. Was können wir hier machen? Hallo? Monster, extra noch Schreckenswölfe, Varane oder extra noch Rotkappen. Wenn du böse bist oder einen Branani Asata in allen anderen finden. Das ist dann nochmal stärkere Monster. Einen großen Erdelementar, Säure-Sprühregen. Das ist dann... Wirkungsvoll und einsehen, dass man schon hinzufügt. Okay. Was haben wir denn noch Interessantes hier? Feuerschlange. Du zeigst eine 50 Fuß lange Linie aus Flammen. Eieieiei. Gedankennebel. Dünne Nebelbank, die mentale Resistenz aller Kreaturen schwächt. Aha. Sehr interessante Sachen hat der hier. Gemeinschaftlich Steinhaut. Dann kriegt also jeder. Alle Verbündeten sind resistent gegen Hiebe, Schnitte, Stich und Schläge. Mhm. Oh. Dann können wir die ganze Gruppe mit boosten. Finde ich gar nicht so schlecht. Ja, und vielleicht ist mit den Monstern. Und, warte mal, was ist denn das hier? So. Dann haben wir das auch. Ups, das ist nur eingeblendet. Oh ja, jetzt haben wir ihn auch. Der bleibt ein Mönch. Sorry, mein Freund, du bist ein Mönch. Hier können wir auch nicht so viel dazu machen. Er hat eine Wahrnehmung von 12. 12, das ist gar nicht so schlecht. Würde ich jetzt gar nicht mehr was dazu machen. Dann würde ich bei ihm sogar noch wirklich auf Athletik setzen. Und auf Beweglichkeit. Das braucht der Junge. So, Waffenfokus brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Er hat gar keine Waffen. Das ist totaler Bullshit. Vor allem, dass das empfohlen wird hier. Wir können hier mal was anderes machen. Beinfeger. Der Mönch versucht seinen Gegner durch einen Beinfeger zu Boden zu schleudern. Trifft der Angriff, kann der Mönch einen Freien zu Fall bringen, versucht gegen sein Ziel unternehmen. Der provoziert keine Gelegenheitsangriffe. Mit dem Grundangriffspunkt des Angriffs, in dem er seinen Gegner getroffen hat. Damit können wir also zu Fall bringen. Wir haben hier einen Schmetterschlag. Der Mönch führt einen gewaltigen Schlag aus, den Gegner die Verteidigung durchdringen kann. Trifft der Angriff, umgeht er jegliche Schadensreduzierung oder Härte des Ziels. Oder wir machen einen Hammerschlag. Der Mönch verschränkt seine Hände, bla bla bla. Wirft der Mönch Schaden durch einen waffenlosen Schlag zweimal und addiert beide Würfe, bevor er stärker und dazu kommen. Im Fall eines kritischen Treffers wird dieser Bonusschaden nicht multipliziert. Interessante Sachen. Verteidigungswirbel haben wir ja schon. Dann machen wir mal diesen Schmetterschlag. Und das hier, das ist Quatsch. Waffenfinesse. Was können wir denn da? Da können wir nichts auswählen. Das ist Blödsinn. Wir haben ja waffenlosen Kampf. Das ist das Einzige, was wir benutzen können. Hier, waffenloser Schlag. Mit Kriegen plus 1 auf waffenlose Schläge. Okay, das ist nicht schlecht. Das können wir machen.
Gut, dann kriegen wir nochmal einen Grundangriffsbonus von 1. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Zack, bumm. So, sie kriegt jetzt nichts. Shall we move? Ist lange noch dabei. So, dann können wir sie nochmal boosten. Dann machen wir natürlich weiter einen Kämpfer draus. Puh, da können wir auch nicht viel machen. Dann nehmen wir hier die beiden Standardsachen. Hier können wir eigentlich nichts, ne? Na gut. Okay, hier können wir nochmal ein paar interessante Sachen dazu machen. Waffentraining zweimal kriegt sie dazu und ein Talent. So. Talent können wir machen. Wir können die kritischen Treffer verbessern. Was haben wir da nochmal? Ein Beil, ne? Oder was ist das, was sie benutzt? Eine Streitaxt. Was hat sie nochmal? Ja, muss ich mir nochmal angucken. Was hat sie jetzt für eine Waffe? Hä? Quatsch. All this waiting bores me. Sie benutzt eine zwergische Streitaxt. Also eine Streitaxt. Hör mir doch bleiben, weil wir haben jetzt gerade noch eine bessere Waffe und das ist auch die, die sie benutzt. Ja, 4 bis 18 Schaden. Also zwergische Streitaxt. Dann können wir auf die Streitaxt gehen. Machen wir das hier nochmal, ist ja wurscht. Wir müssen ja eh nicht viel hier tun. So, verbesserte kritische Treffer. Dann haben wir hier die Streitaxt. Was ist sie denn? Jo. Ups, so. Hab ich ihn da angewählt. Waffentraining Armbrust. Quatsch. So, was ist erweiterte Tapferkeit? Der Kämpfer nutzt seinen Tapferkeitsbonus bei allen Willenswürfen. Aha. Ich weiß aber gar nicht, was für ein Tapferkeitsbonus sie hat, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Kampfreflexe. Aha. Reflexwürfe können damit verbessert. Taktischer Kämpfer. Ah, alle Verbündeten des Kämpfers werden behandelt, als hätten sie dieselbe Gemeinschaftstalent wie der Kämpfer. Aha. Aha. Dann kriegt er dann aber nur einen Bonus. Trainierte Initiative. Machen wir nicht. Hier mal mehr Initiative. Das heißt, sie haben den ersten Schlag. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Was können wir hier machen? Waffentraining extra nochmal. Das heißt, wir kriegen nochmal plus 1. Dann haben wir auch noch Verbesserungen durch die Streitaxt hier. Die macht dann mehr Schaden. Und wir haben hier mehr Initiative. Ja, okay, machen wir das so mit Initiative. Dann können wir als erster zuschlagen, ist auch nicht schlecht. Ask away. Okay, der kriegt Stufe 5 Zauber dazu. Hier hat er nochmal was. Das kann er nicht einsetzen. Warum? Oh. Okay. Gut, dann können wir Gegner verängstigen. Okay. Okay, hier. Ja, gut, da haben wir eh nicht so viel. Können wir nochmal ein dickes Monster herbeizaubern. Und gemeinschaftlich Steinhaut. So, das können wir hier zweimal machen, weil wir jetzt eh nichts anderes hier. Dann haben wir das auch. So. Gut. Dann gehen wir jetzt mal hier los, muss ich mal sagen. Aber wir machen erstmal für uns alle
Ein Sing. Weil wir wissen nicht, wo wir jetzt hier landen werden. Mach du mal eine Steinhaut. Ah ja, das ist dieser Schmetterschlag. Ja. So many thoughts, so little time. Mal gerade mal gucken. Das hält nur oh, cool. Oh, ja, 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 okay. Let's move already. At your service. Nicht sehr lange. Mach das mal auf dich. Und du mach das mal hier auf unseren Elchi. Dann gucken wir mal, was passiert. Was ist das jetzt? Also wenn jetzt, also ich dachte, das würde wieder ein Portal, aber jetzt war eine, das war also eine Geschicklichkeitsprüfung. Wo sind wir denn hier jetzt? Okay, hier ist wieder ein neuer Raum. Hier oben. Ach du, das sind ja kein Ende. Okay, ja gut. Dann ist es so. Dann müssen wir in der nächsten Folge gucken, wie es hier weitergeht. Elchi und Co. Ich hoffe, Elchi wird bald fertig, weil es Weihnachten. Dann muss er den Schlitten ziehen. Also, sind wir gespannt, wie das hier weitergeht. Das ist irgendwie ein endloser Level. Das ist echt der Wahnsinn. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Lust habt, beim nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Vielen Dank und bye bye.